So, jetzt müssen wir noch Drektars Aufgabe abschließen. Und dazu gehen wir mal jetzt wirklich nach Norden und schauen mal, was in dieser Richtung weiter ist. Was da noch so auf uns wartet. Dass die da Flammenstoß können. Ja, zum Glück ist der hier nicht allzu stark von denen. Scheint nur ein Rang 1 zu sein. Und weil Helden ja sowieso verringerten Schaden von Magie nehmen. Also vom Zaubern muss man hier sagen. Denn Magie ist ja eine Angriffsart. Ich wandere allein. Ich habe Witterung aufgenommen. So, hier geht's nicht weiter. Da oben können wir nochmal schauen. Ein Zentaurendorf. Was liegt vor mir? Schauen wir mal, ob in den Käfigen was drin ist. Entfesselt die Bestie. Ein Schamane. Kann der... der kann alles, was ich brauche. Ein Aufziehpinguin. What the fuck? Meine Beute. Was passiert aber, wenn ich den umhau? Entfesselt meine Kraft. Oh Gott, ich sehe jetzt schon wieder die Hater-Kommentare, weil ich den Pinguin umgebracht habe. Unsere Wege kreuzen sich. Also nur mal so, ich habe hier nichts gegen Pinguine, aber ich wollte einfach mal schauen, ob der irgendwas droppt. Ja, ich liebe Schamanen in der Gruppe. Ich habe wieder. Das Inventar ist voll. Ein Stab des Blitzschildes brauchen wir jetzt auch nicht wirklich. Wir haben einen Schamanen in der Gruppe. Ich wandere allein. Unsere Wege kreuzen. Ah, da ist wieder eine Höhle. Ja, mal schauen, was wir hier haben. Donnergrat. Dieses Land, benannt nach den riesigen Donnerechsen, die hier leben, ist ein ökologisches Wunder. Hier existieren unglaublich viele verschiedene Arten von Kreaturen. Und selbst wenn man das Land jahrzehntelang erforschte, würde jemanden, der durch die entlegenen Täler wandert, immer noch Überraschungen erwarten. Schauen wir mal. Meine Beute naht. Donnergrat. Das muss das Tal sein, das Drektar erwähnte. Sollte nicht allzu schwer sein. Bereit. Nun erforschen wir hier mal ein bisschen. Wir müssen 6 von diesen Dingern mitnehmen, wenn ich mich recht entsinne. Haben wir unseren Schaman noch? Oder ist uns der jetzt abhanden gekommen? Das ist ein Level Up. Und ich verbessere ihm jetzt auch mal die Stats. Dürrer Klepper. Ich habe wieder. Einfach weil Stat Boosts im Bar sind. Ich handle instinktiv. Auf der Pier. Ich handle.
Ja, da ist Schimmerkraut. Das muss das Schimmerkraut sein. Ich muss noch 5 Büschel sammeln. Ja, man braucht das Zeug gar keinen Inventarplatz mehr, gut. Auch gut. Die Rolle hätte ich sowieso früher oder später irgendwann verwendet. Ja, da ist noch Schimmerkraut. So, was machen wir bei ihm? Na, besser mit dem Schlangenschutz. Meine Beute naht. Ich wandere allein. Unsere Wege kreuzen sich. Ah, da ist Schimmerkraut. Ich kapier schon, Mann. Hier ist nichts mehr, okay. Süß. Da ist ein Mana-Brunnen. Ich kapier schon, Mann. Ihr seid ein Trickser. Süß. Das Klingo. Entfesselt meine Kraft. Ich hab einen echten Gruß. Was liegt vor mir? Ich handle instinktiv. Meine Beute naht. Unsere Wege kreuzen sich. Da ist noch mehr Schimmerkraut. Zwei noch. Dann. Ich wandere allein. Ihr seid die Fresser. Da ist das fünfte. Hier noch weiter. Da unten. Es werden Kämpfe. Oh, da ist ein Goblin-Laden. Schauen wir mal, was wir da drin finden können. Schimmerkrautbraten. Clown des Angriffs plus 6. Ah ja, richtig nette Sachen sind da hier. Oh, Clown des Angriffs plus 15, wie können wir sogar leisten? Was liegt vor mir? Ich höre euch mal. Hallo? Ich glaube, die nehme ich mit. Bin zur Spurensuche bereit. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich wandere allein. Oh, da ist noch mehr Schimmerkraut. Es gibt ja sogar mehr als 6. Ich handle instinktiv. Auf der Pferde. Ich handle instinktiv. So, hier gibt es nichts mehr. Und das andere Schimmerkraut ist verschwunden. Ja, ja. Scheinen nur da zu sein, wenn man die Quest hat. Beziehungsweise die Quest noch nicht fertig hat. Auf der Pirsch. Unsere Wege kreuzen sich.
jagt sie rauf. Bär ist zu dick. Als ich das Ganze hier das erste Mal gespielt habe, habe ich hier das erste Mal schon wirklich gemerkt, wie weit hier schon WoW geplant war, weil das Ganze hier spielt sich eigentlich wie WoW mit Warcraft 3 Mechanik. Ja, wir haben unseren Schaman wieder. Das ist toll. Meine Beute naht. Ich habe Witterung aufgenommen. Ich handle instinktiv. So langsam geben die Viecher auch mehr Kohle. Also in der Höhle gerade haben wir ziemlich viel Kohle von den Viechern gekriegt. Schaman macht uns auch Magieschaden. Genau wie alle anderen Unterstützungszauberer. Den Schamanen würde ich ungern verlieren. Ich wandere allein. Und dann schauen wir mal. Hört sich an, als würde etwas oder jemand diese Echsen erzürnen. Ich schaue mich da mal um. Na, wenigstens ist mein Trank fertig. Ihr nehmt ein paar Fiolen davon. Es wird euch nützlich sein. Jagt sie raus. Oh ja. Es ist ein Heil- und Mana-Trank in Kombination. Bin zur Spurensuche bereit. Unsere Wege kreuzen sich. Ach, Moment, das machen wir kurz so. Ach komm, den verkaufen wir einfach. Brauche ich jetzt auch nicht aufheben, es sind Standard-Items. Da kriegen wir später noch viel bessere Sachen. Und jetzt müssen wir zu Froll zurück. Na Frolly Honey, was hast du in der Zwischenzeit so gemacht? Ach, bist rumgestanden, wie immer. So, schauen wir mal, was passiert. Anderen sagten mir, dass ihr eine große Hilfe wart. Ich danke euch für alles, was ihr für uns getan habt. Tromka, Rexar. Ich habe mit Sral über die Menschen gesprochen, die unser Land heimsuchen. Ich für meinen Teil traue ihnen nicht. Ich möchte, dass ihr euch bei unserem vorgeschobenen Wachposten meldet und meinen offenen Wertung trefft. Ich muss wissen, ob sie verdächtige Aktivitäten an der Grenze bemerkt haben. Naja, der alte Zwist mit den Menschen. Die haben zwar eigentlich einen brüchigen Frieden seit der Schlacht am Berg Heidschall, aber... Auf der Suche nach Drektar? Vor seiner Abreise sagte er etwas wie, dass er den Echsen beim Donnergrat nachspüren wolle. Wenn ihr euch beeilt, holt ihr ihn vielleicht noch ein. Unsere Wege kreuzen sich. Ich weiß nicht, was das jetzt gerade zu bedeuten hatte mit Rektor, aber scheinbar können wir da nochmal hin, aber naja. Oh, ich habe sogar einen Questmark da hinten. Schauen wir erstmal zu Rektor. Mein kleiner Lieblingsschamane. Unsere Wege kreuzen sich.
Die Items bleiben ja auch liegen. Ich wandere allein. Bin zur Spurensuche bereit. Na dann schauen wir nochmal zum Donnergrat. Schauen, ob wir hier mit... Ah, da. Hat direkt zwar noch eine Quest für uns. Schön, dass ihr hier seid. Ich studiere die Donnerechsen schon seit einiger Zeit. Die Kreaturen verlassen dieses Tal fast nie, aber in letzter Zeit wandert sie in großer Zahl ab. Und wie ihr seht, sind sie höchst aggressiv geworden. Etwas muss sie reizen. Erforschen wir den Grat, ob wir irgendwelche Hinweise finden. Oh, und falls ihr Echseneier finden solltet, würde ich sie gern untersuchen. Oh, wir haben Drektar bei uns in der Gruppe. Level 10 ist der. Ja. Ich mag Schaman. Also ich weiß, er ist ein Scharfseher, aber man kann das als Schamane werten. Ich mag diese Wölfchen. Ich weiß so, ich meine zwar, dass ich es hier schon mal gesagt habe, aber im WoW spiele ich ja auch einen Schamanen als meinen Main-Charakter. Und weil ich einen Verstärker-Schamanen spiele, habe ich auch ein besonders gutes Händchen für solche Wölfchen. War ja auch mal der Ultimate im Verstärkerbaum, aber sowas gibt es hier mittlerweile nicht mehr wirklich. Es gibt noch Level 90 Talente, ja, aber so richtig als Ultimate würde ich das jetzt nicht bezeichnen. Das ist das erste Ei. Oh, ich habe ganz vergessen, Misha rauszuholen. Sind jetzt hier eh mit einer halben Armee unterwegs. Oh, da ist jetzt ein neuer Weg frei. Kettenblitze sind für die ganzen Viecher schon fast zu schade, die halten alle nichts aus. Was haben wir hier? 10. Noch mehr Orks. Unser Geheimdienst hatte recht. Besser, wir kehren zum Stützpunkt zurück und erstatten Bericht. Menschen? Was könnten die hier vorhaben? In der Schlacht am Berg Hial hatten wir uns mit den Menschen verbündet. Seitdem herrscht Frieden zwischen unseren Völkern. Dennoch ist seltsam, dass sie so weit in unser Land vorstoßen. Ein Sägewerk der Menschen. Sie haben alle Bäume gefällt. Das also scheint die Donnerechsen so zu erzürnen. Wir sollten das Sägewerk sofort zerstören. Nein, unser Kriegshäuptling hat einen Nicht-Angriffspakt mit den Menschen geschlossen. Wenn wir ihre Anlagen zerstören, könnte ein offener Krieg ausbrechen. Zuerst müssen wir die wütenden Echsen beruhigen, bevor sie noch mehr Schaden anrichten. Die Menschen kümmern wir uns später. Ja, da scheinen wir mal den Grund dafür gefunden zu haben, dass die Donnerechsen so... Ja. Okay, das Ding ist sogar unbesiegbar. Ich kann das Ding nicht mal kaputt machen, wenn ich es wollte. Oh. Eine Blitzkugel. Oh, der hat gar kein Inventar. Ich höre euch, Mann. Jagt sie raus.